Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft PureTech mit mir, dem Jona. Und letzte Folge ist ja unser Atomreaktor, der hier mal stand, in die Luft geflogen. Und ich hatte gefragt, was soll ich tun? Soll ich mir alles wieder ercheaten? Soll ich eine neue Welt anfangen? Soll ich... Ja, egal. Ihr habt den letzten Part wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, könnt ihr euch ihn ja angucken. Auf jeden Fall habe ich... Weil ich hier hingecheatet habe, ist das Dach wieder. Also ich habe mir die Treppen geholt. Und die Kisten habe ich mir gecheatet. Aber nicht den Inhalt. Außer bei Botanik habe ich mir ein paar Saplings gegeben. Aber sonst ist alles gleich. Hier ist das Rainforest Glass noch. Aus dem der Reaktor bestanden hat. Und die Cobblestone-Kiste wurde ja sowieso nicht beschädigt. Seht vielleicht, hier ist ein bisschen mehr Eisen drin als vorher. Das kommt daher, dass ich hier unten mal das ganze Zeug in den Macerator gepackt habe und das mal alles schon verarbeitet habe. Ja, offscreen. So, hier hat sich eigentlich nicht viel verändert. Hier ist alles gleich. Hier steht halt wieder ein Geothermalgenerator. Hier sind wieder die ganzen Maschinen. Der Recycler produziert aber jetzt direkt in die Kiste hier dieses Crap. Und ich habe hier 9 Yuyu-Matter. So, mit diesem Yuyu-Matter kann man jetzt entweder Iridium machen. So, das braucht man für diese Rüstung. Oder man macht sich Diamanten. Und ich mache mir hier einfach mal einen Diamanten. Und lege den hier oben rein. So, die Quarry habe ich ja immer noch angehalten. Und die werde ich jetzt vorerst auch noch nicht wirklich anmachen. Weil hier stehen ja 3 Schilder. 12 Generatoren, 36 Coal Dust. Das sind ja lauter Items. Was brauche ich die denn? Das ist ganz einfach. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, ab jetzt Energie mit Solar herzustellen. Es gab ja schon eine oder ich weiß nicht, mehrere hatten ja geschrieben, mach doch mit Solarenergie. Und ich hatte eigentlich nichts dagegen, aber ich hatte immer nur diese blöden Solarpanels, die ein EU-Produkt produziert hätten. Da hätte ich so viele Solaranteile gebraucht, dass ich diesen Mass Fabricator hier zum Laufen bringen könnte und dass ich auch alle anderen Maschinen hier zum Laufen bringen könnte. Deswegen habe ich einfach den Mod Advanced Solar Panels reingemacht und ihr seht, hier gibt es jetzt 3 neue Solarpaneele. Einmal das Standard, dann das Advanced. Hier. Das macht man so. Aus Iridiant Glass und das macht man so. Aus Uran und so einem Scheiß. Dann Hybrid. Das macht man aus Advanced Circuits und hier wird schon ein bisschen teurer. Hier haben wir erstmal Enriched Sunarium. Dieses Sunarium, ja, macht man hier aus 6 Glowstone und 6 Yuyu-Matter. Und dann braucht man hier auch noch Iridium Plates und diese Iridium Plates macht man aus jeweils 4 Iridium Ores und ein Iridium Ore. Dafür braucht man ja 7 Yuyu-Matter. Ist schon ganz schön teuer. Und das Teil ist dann halt Coal Chunk, das ist ja eigentlich noch billig. Dann braucht man hier aber noch ein Advanced Solar Panel. Oder 8 Solar Panels, das geht auch. Oder 8 Hybrid Panels, meine ich. Und dieses Enriched Sunarium Alloy. Das geht so, da brauche ich Sunarium Alloy. Das ist schon sauteuer. Und ich habe mich entschieden, hier 12 solche Advanced Solar Panels zu machen. Dann hier ein paar direkt anzuschließen, an den hier. Ich schätze mal so 8 Stück oder so. Und 4 nur für die Maschinen hier. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, das ganze Zeug zu craften. Und wir brauchen zuerst mal 12 Generatoren. Dann werde ich jetzt mal hier gucken. Generator. Da gab es ja. Okay, wie bauen wir den denn jetzt? Würde man sagen, wir bauen den. Ja, so. Mit dem Eisenofen. Das heißt, wir brauchen 12 mal 8. Das sind, ja, wie viel? 80? 96 Eisen. Und dann noch ein bisschen Zinn und ein bisschen Redstone und auch ein paar Kabel für die Batterie. Und sonst brauchen wir sonst noch was? Nee. Ach doch, Refined Iron. Da haben wir ja auch noch was. Und da brauchen wir noch ein Kabel für die Batterie. So, hier habe ich noch 5 Teile. Wie auch immer hier ein Rubber drin ist. So. Gut, und dann werde ich jetzt mal anfangen mit den Generatoren. Und das sind eben diese ganzen Sachen brauche ich, um 12 von diesen Advanced Solar Panels herzustellen. Und wieso ich jetzt nicht schon wieder hier ein neues Atomkraftwerk hinbaue, ist, weil ich könnte eine automatisierte Anlage hinbauen, dass automatisch diese Coolant Cells hergestellt werden, automatisch da reingepumpt werden
und so, aber na, das ist mir ein bisschen zu teuer vom Zinn her und die ganzen Hitzeventilatoren muss man ja auch irgendwie da reinmachen. Und da sage ich, nee, es ist mir ein bisschen zu viel Aufwand. Und deswegen hier wunderschön einfach mit diesen Solarpanelen. Die funktionieren zwar nur nachts, aber das ist der einzigste Nachteil. So, jetzt haben wir schon mal 12 Eisenöfen. Jetzt brauchen wir auch noch 12 Batterien. Was mache ich denn hier? So. 6. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein bisschen Rubber. Dann gehe ich mal hier hin und nehme mal meinen. Wo haben wir ihn denn? Ja, ich glaube, der ist hier drin. Genau. Ich habe hier jetzt mal alle gecrafteten Sachen reingemacht. Und das MFSU habe ich mir wieder ercheatet. Und den Low-Voltage-Transformer, der war ja da unten noch in der Erde. Der Medium-Voltage-Transformer habe ich leider nur den Maschinenblock rausbekommen, aber ja, nicht so schlimm. So, aber jetzt erstmal wieder ein bisschen Rubber farmen. Das haben wir nämlich bitter nötig. Zum Glück haben wir ja unsere üppige Sticky Resin Farm hier. So, tralala. Hier sieht nicht so aus. Wir haben ja heute Samstag, genau, Punkt, kurz nach 4, glaube ich. Kurz meinen Wecker gucken, ja, 5 nach 4. Und ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Weil ich jetzt auch ein bisschen was vorhab. Bezüglich diesen Solarpanelen und so weiter. Dann hoffe ich, dass wir die auch zum Laufen bringen und dann können wir uns endlich mal anderen Sachen widmen. Wenn wir unsere Stromversorgung hier mal gemacht haben, dann kommen nämlich wieder ein paar neue Sachen. Unter anderem dann wahrscheinlich, wahrscheinlich auch mit diesem UU Matter. Da ist noch ein Punkt. Hallo? Egal. Plopp, plopp. Ist hier auch noch was? Habe ich bis jetzt erst 20 Sticky Resin. Nur so wenig. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie mehr bekommen. Naja, auch nicht so schlimm. Gut, na, aber 20 Sticky Resin sind, nee. Da, ja. 26 Sticky Resin schon. Und die hat ja schon alles abgegrast. Also 26 mal 3 ist, kurz, weiter hier, Schulwissen, Mathematik. 3 mal 20 sind 60, 3 mal 6 sind 18, das sind 78. Das müsste ja erstmal reichen. So, jetzt nehme ich mal hier die Overclocker raus und pack die mal da rein. Und ich glaube, ich habe hier oben auch noch welche in der Kiste. Ah ja, ein. So. Packe ich das hier auch mal dazu. So. Meine Tastatur da richtig hinschieben. Na dann. Ach, haben wir schon. 6 Batterien haben wir schon. Ah, dann. Ach, uns fehlen noch ein paar Kabel. Dann zeig mal, hier war doch irgendwo Kupfer. Genau hier. So. Brauch nur noch ein bisschen mehr Sticky Resin. Rubber meine ich natürlich. So, eins brauche ich noch. So. Gut. Das reicht jetzt aber erstmal an Kabeln. So, und dann fehlt mir jetzt schon ein bisschen Zinn. Gibt's auch gar nicht. Zinn haben wir also mal ein bisschen wenig. So. Okay. Eine brauchen wir noch. So. Dann haben wir jetzt schon mal unsere 6 Generatoren. Die können wir jetzt, unsere 12 Generatoren, das können wir erstmal abhaken auf unserer To-Do-List. So. So, dann brauchen wir 36 Coal Dust. Ja, das ist ja nicht schwer zu bekommen. 36 sind hier. Einfach in den Messerator damit. Das stellt auch noch schön her. Und hier, ja, merkt man schon, die Energie sinkt und sinkt. Es wird wirklich Zeit, dass wir mal eine neue Stromversorgung bauen. Und ich sollte mir jetzt schon angewöhnen, immer wenn ich sehe, dass es Nacht wird, einfach mal schlafen gehen. Dass spätestens dann, wenn ich die neuen die Solaranlage habe, immer schön schlafen gehe, wenn es Nacht ist. So. Was brauchen wir noch laut unserer Liste?
54 Glowstone und 36 Glas. Wie viel Glas habe ich denn noch? Sandkies etc. Ein Glas, das ist ja traumhaft. Dann würde ich mal sagen, wo ist die Wüste? Da hinten. Aber da will ich jetzt nicht hinfliegen. Dann machen wir es uns mal einfach. Ah. Ich frage mich manchmal, wo die Teile überhaupt hinfliegen. Ja. So, dann mache ich mir einfach ein bisschen leichter und tue da vorne vom Strand ein bisschen Sand mitnehmen. Oder auch von hier. Dann muss ich nicht schon wieder in die Wüste rennen. Hey. So. Na dann los. Ah, schöner Sand. Ich habe es aber leider nichts dabei, mit dem ich das wieder zubauen könnte. Aber da hinten kann man noch gut abbauen. Also hier will ich jetzt nicht, weil da müsste ich den Boden weghauen. Aber da hinten ist es ja 2 hoch. Das heißt, da kann man noch gut abbauen. Du-da-da-da. Wie viel DPI haben wir hier? 3000 to 1600 DPI. Ja. Mir kam die Maus gerade ein bisschen sehr langsam vor. Also das war jetzt das Programm von meiner Maus. Das sagt dann immer, wenn ich die DPI hier umstelle. Also wenn ich weiß, dass DPI ist, das ist die Maussensitivität. Je höher, je mehr DPI, desto schneller ist die Maus. Und irgendwie hat sie sich gerade ziemlich langsam angefühlt. So, aber ein Stack müsste eigentlich reichen. Ne, ihr Schäfchen. Aua. Ah ja, genau, ich habe die Map hier aus. Hehehe. Welche Taste war das nochmal? C? Nein. M. So, jetzt sehen wir hier auch wieder alles. Sehr schön. Freut mich. Da ist das Trauteheim. Wir haben ja Wochenende, das freut mich. Da muss ich nicht in die Schule. Wobei, ohne Schule wäre es ja schon ein bisschen langweilig den ganzen Tag. Erstens würde man als erwachsener Mensch nichts wissen. Wäre mal dumm wie Stroh. Und zweitens, naja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich den ganzen Morgen hier machen sollte. Wobei, wenn man schon als kleines Kind aufwächst und keiner hat morgens Schule, dann wüsste man, denke ich, auch mal, was man zu tun hat. Aber das Rubber muss ich da rausholen, sonst. Ah, jetzt haben wir schon hier 36 Coal Dust. So, jetzt. Eigentlich wäre es ja schon schlauer, da unten mal irgendwie eine Redstone-Leitung zu legen, dass ich das ja ein bisschen besser ausschalten kann. Dann halt so. Gut, weil jetzt muss ich hier ein bisschen Glas produzieren. Glowstone haben wir, Glas haben wir. 24 normale Circuits. Und was brauchen wir für diese Advanced Circuits nochmal? Advanced. Ach, dafür brauchen wir auch nochmal. Das heißt, wir brauchen 26. Nee. 48 Circuits. Boah, da werden wir definitiv sehr viel Kabel brauchen. Wo ist das Kupfer? Ja. So. Erstmal hier alles zu Kabel machen, was geht. Dann werden wir definitiv noch mehr Rubber brauchen. Hoch. So. Jetzt müsste der ein bisschen was hergestellt haben. Ah ja, sehr schön. 2. Und das reicht dann aber leider nicht mehr. So, aber das ist jetzt schon mal ein bisschen was. Also 24 hier. Ach ne, wir brauchen 48. Boah. Okay. Dann tue ich hier mal 48 stecken. Oh Gott, das wird ja ewig dauern. Das wird ja wirklich ewig dauern. Dann habe ich hier oben nicht diese Saplings gehabt. Nein, ich hatte, stimmt, Rubber Tree Saplings hatte ich ja keine. Jetzt tue ich ja noch mal kurz hier dieses schöne Teil hier aufladen. So, und jetzt gucke ich noch kurz. Das kommt auch noch rein. Was brauchen wir denn noch?
Advanced Alloy brauchen wir noch. Das Reinforced Glass haben wir. Ja, das einzig Schwierige ist noch die Circuits und die Advanced Machine Blocks. So. Na gut, dann würde ich mal sagen, auf zum fröhlichen Rubber Farmen. Jetzt tue ich einfach mal alle abbauen, die keinen Punkt haben. Aber der hat einen Punkt. Aber nur noch auf der Seite. Ja. Dankeschön. Hast du noch hier oben irgendwelche Punkte? Sieht man so schlecht. Moment mal. Wie war das nochmal? Man konnte doch hier irgendwie dieses Rubberwood. Ach, nein. Rubber. Das konnte man doch noch irgendwie herstellen. Was? 16 Minuten sind schon wieder vorbei. Oh mein Gott.